Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azure unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg viel Feind, viel Air. Und für diesen müssen wir die Abyssalkommandantin Shivara im ewigen Palast auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, während alle ihre Leutnante noch am Leben und am Kampf beteiligt sind. Und wie funktioniert das? Und zwar läuft man in Instanz rein und markt erstmal die drei Leutnante. Ihr seht, hier hinten haben wir X einmal stehen, dann in der Mitte war blau und gelb. Und zwar müsst ihr am Anfang diese drei Leutnante finden und bevor ihr den Trash pullt, solltet ihr am besten schon mal marken, dass ihr wisst, welche die Leutnante sind, dass ihr sie nicht umboxt. Und zwar haben wir einmal Garval, der Bezwinger. Das ist der erste, den ihr marken wollt. Dann haben wir Gories, der Zerschmetterer und einmal Flutformer Corves. Ich werde euch dann Target-Makros auch noch in die Infobox packen, dass ihr sie leicht targeten könnt. Wir haben es jetzt so gemacht, wir sind einmal in die Instanz reingegangen, haben in der Mitte soweit das Ganze gepult und haben erstmal die zwei, die in der Mitte rumhampeln, von dem anderen Tank ein bisschen rausziehen lassen und dementsprechend die aufgetankt. Nachdem die ganzen Mobs in der Mitte down waren, sind wir, beziehungsweise nur die zwei Leutnante noch am Leben, sind wir einmal raus, dann haben die resettet, dann stehen da nur noch die Leutnante rum, die laufen dann halt in der Mitte teilweise ein bisschen rum, interessiert aber nicht. Und das Letzte, was wir gemacht haben, dann hier rechts entlang, steht dann quasi der Letzte von den drei Leutnanten in der Ecke und den quasi hauen wir auch noch raus. Und sobald wir die alle drei quasi freigeschossen haben, stellen wir uns mit einem kompletten Raid einmal zum Boss vor. Ein Off-Tank in Anführungszeichen nimmt sich dann oder pullt die drei Generäle zusammen, keinen Trash quasi dazu und place die auf der einen Seite des Raumes und die komplette andere Gruppe ist auf der anderen Seite des Raumes. Ihr könnt es hier mit drei Tanks spielen, das ist wahrscheinlich besser, dass die Tanks, die den Boss spielen, quasi auch hin und her bzw. abspotten können. Ja? Wie läuft das Ganze? Quasi müsst ihr schauen, dass ihr mit dem Boss ganz rechts seid und mit den Leutnanten ganz links, denn die Leutnanten haben verschiedene Fähigkeiten und wenn die zu nah am Boss sind, ist es nicht gerade gut für euch. Ja? Deswegen solltet ihr ein bisschen gucken, dass ihr da auseinander steht. Was haben die jetzt für Fähigkeiten? Und zwar, Garval hat die Fähigkeit, dass er einen Banner setzt. Dieses Banner muss zerstört werden, sonst machen alle in der Nähe 25% mehr Schaden. Das haben wir ehrlich gesagt ignoriert, wir haben das Ganze hier im Normal gemacht. Banner egal, also der Off-Tank kann es von mir aus killen, aber es ist keiner drauf geswitcht. Dann das zweite, was wir haben, ist von Goryesh, haben wir ein dröhnendes Gebrüll. Das ist ein Maß 4, der wirklich alle hier in dem kompletten Bereich viert, heißt, das ist nicht gut, dementsprechend, das muss der Off-Tank einmal kicken. Das ist ganz wichtig, das muss unterbrochen werden. Und das letzte, was wir haben von Corves, ist beruhigende Strömung, das ist eine Heilzauber, der prozentual heilt, ich glaube 35% und das darf den Boss nicht erwischen, deswegen müssen die jetzt ganz weit wegstehen oder das muss interrupted werden. Wenn der Boss weit genug wegsteht, ist es egal, dann heilen sich die bloß gegenseitig, diese komischen Leutnante und dann ist es wurscht in dem Sinne. Heißt, im Endeffekt ganz am Rand hängen und sonst spielt die Gruppe den Boss ja, normal runter, HT am Anfang, durchbrettern, fertig, ja. Es sollte halt ein Heiler gucken, dass er den Off-Tank drüben in Range hat, dass er den noch geheilt bekommt, war aber sonst kein Stress, ja. Und er sollte natürlich auf keinen Fall Schaden auf diese Leutnante machen, weil die haben nicht sonderlich viel Life. Ja, das war's mit dem Achievement-Guide. Jetzt müsst ihr ihn bloß noch runterklopfen und tada, da ploppt das Achievement auf und mehr war's auch nicht. Ich hoffe, dem einen und anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.